Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Beim heutigen Workshop, da geht es um diese Themen, eine Kombination aus drei verschiedenen Themen: beziehungsfähig, prozessfähig, mein innerer Mann, meine innere Frau und Sexualität. Weil das hängt alles miteinander zusammen. Was macht meine Beziehungsfähigkeit aus? Was heißt das, prozessfähig? Das wiederum hängt zusammen mit meinem inneren Mann und meiner inneren Frau. Jeder Mensch hat beides in sich. Kenne ich beide oder nur den einen? Sind sie im Krieg oder im Frieden? Sind sie in der Balance? Was könnte mich weiterbringen? Und zum Thema Sexualität: Was habe ich für eine Beziehung zu meinem Körper? Welche Beziehung habe ich zu Lust und Sinnlichkeit? Kann ich meine Sexualität genießen? Was sind meine Bedürfnisse? Habe ich wirklich, was ich möchte? Und wenn nicht, was hindert mich daran? Wie kann ich das verändern? Das sind drei Workshops, die wir schon mal gemacht haben. Und ich dachte, das Thema Muster und Trigger ist der bei mir oder bei anderen. Wie kann ich das unterscheiden zwischen echten Gefühlen und Trigger, Emotionen? Haben wir eigentlich die letzten zwei Online-Workshops so weit behandelt, dass wir in die Tiefe gekommen sind, zu den Ursachen. Und ich dachte, das ist so okay. Und deshalb gehe ich jetzt zum nächsten Thema, diese Kombination. Und dann geht es dann weiter bei, glaube ich, 22 bis 21 hatten wir schon. Und diese Kombination finde ich eben deshalb wichtig, weil eine gute Beziehung ist eigentlich nur dann möglich. Eine gute Sexualität ist nur mit einer guten Beziehung möglich. Also kurze Zeit kann es auch anders sein, aber es fehlt einem dann etwas, wenn das alles stimmt. Und deshalb diese drei Themen zusammen. Weil das ist so ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wir möchten alle gerne eine schöne, gute Beziehung, die auf Augenhöhe ist, wo wir uns nicht ständig in Dramen bewegen und uns im Krieg befinden, sondern wir möchten alle eigentlich eine Beziehung zu einem Partner, der auch an sich arbeitet, wo es eine Entwicklung gibt, wo Liebe und Entwicklung beisammen sind, in beides möglich ist. Und wir haben auch in früheren Workshops festgestellt, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man nicht allzu lange warten, weil einem das eigentlich nur frustriert und nicht weiterbringt, sondern dann sollte man auch die Konsequenzen ziehen und etwas Neues anfangen. Aber die Frage ist jetzt, was ist dann das Neue und was braucht es, um das zu finden oder um das anzuziehen im Leben? Ich persönlich glaube nicht, dass man das einfach so finden kann, weil es noch nicht sehr viele Frauen oder Männer gibt, die mit sich im Frieden sind, die im Gleichgewicht sind, die prozessfähig sind, weil das Leben bringt uns ja tagtäglich, stündlich, den ganzen Tag immer wieder irgendwelche Lektionen. Und entweder wir begrüßen die
und wachsen daran und können uns gegenseitig in diesen Prozessen unterstützen und bereichern, oder wir können das nicht und dann ist die Gefahr groß, dass wir uns dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, das aufeinander projizieren, unsere Probleme, oder dass wir das in uns reinfressen und dann beleidigt sind, du hast mich verletzt, du bist schuld. Und so kommen wir dann eben nicht weiter. Und wenn ich mich umschaue in meinem Freundeskreis, bei den Pärchen, die es so gibt, wie ich kenne, da muss ich leider sagen, etwa 80% leben in einer destruktiven Symbiose. Im Volksmund nennt man das Rosenkrieg. Und das ist eigentlich eben nicht das, was wir alle uns wünschen. Aber die große Frage ist, wie erreichen wir das? Und ich kann jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, wenn wir unseren Traumpartner finden wollen, wenn wir unsere Traumpartnerin finden wollen, anziehen wollen, dann müssen wir selber zuerst zum Prinzen werden, bevor die Prinzessin kommt. Die fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern das läuft ja alles eigentlich über das Resonanzprinzip. Und je nachdem, was wir für eine Schwingung haben, ziehen wir auch entsprechende Menschen oder Lebenssituationen an. Und deshalb ist das Beste, was wir tun können, an uns selber zu arbeiten und uns weiterzuentwickeln, sodass wir zum Prinzen oder zur Prinzessin werden und dadurch unsere Traumpartner anziehen. Also das sind alles offene Fragen, das ist jetzt einfach meine These. Was heißt Traumfrau, was heißt Traummann und was braucht es dazu? Was ist eine gute Beziehung? Was heißt beziehungsfähig? Das sind alles die Themen, die ich gerne heute thematisieren würde. Aber ich möchte gerne wieder nicht vergessen, damit anzufangen, auch eine Rückschau zu halten und zu reflektieren. Hat es uns etwas gebracht das letzte Mal? Konnten wir etwas mitnehmen in unseren Alltag? Hat es uns weitergebracht? Oder was habe ich für Erfahrungen gemacht? Einfach für auch das Publikum ist es wichtig zu sehen, es bringt auch etwas, wenn man an sich arbeitet. Es geht nicht einfach den Bach runter und es ist viel Arbeit und es schaut nichts raus, sondern es ist wichtig, dass die Leute auch erkennen können, ja, wenn man da etwas macht, an sich arbeitet und da hinschaut und die Herausforderungen oder die Probleme als Herausforderungen sieht und annimmt und etwas damit macht, man kommt dann auch weiter und es wird dann auch besser. Deshalb möchte ich gerne mit einer Runde beginnen. Feedback, was hat es mir gebracht und wie geht es mir damit? Ja, wer möchte etwas dazu sagen zu deinem Alltag, zu deinen Prozessen, in denen du drin bist? Ja, das als Einleitung. Also, wer möchte etwas reflektieren zum letzten Workshop oder zu vorherigen? Also, ich möchte gern reflektieren, und zwar, ich habe mir eigentlich heute, glaube ich, oder gestern darüber Gedanken gemacht, was mit mir die Sache so wertvoll macht. Und wenn ich diesen Prozess mit euch mache, mit jedem Einzelnen, dann bin ich ganz im Hier und Jetzt. Da ist die Vergangenheit im Prinzip egal, ich bin noch nicht in meinen Geschichten, ich reflektiere einfach auf das Thema
und kriege auch wieder Feedback und Antwort von den anderen und stelle fest, dass ich daran gewaltig wachse. Also weitaus mehr wachse, als wenn ich das jetzt allein für mich machen würde. Ich finde, das ist sehr, sehr bereichernd und auch beglückend eigentlich, das zu erfahren. Erstmal, dass das, was ich fühle, auch andere fühlen, aber gleichzeitig auch, dass sie das um Nuancen anders sehen, die aber wieder etwas in mir zum Schwingen bringen. Also es ist ein sehr, sehr positiver und fruchtbarer Prozess, der eigentlich meiner Ansicht nach alle bereichert. Kannst du ein konkretes Beispiel erwähnen aus deinem Alltag? Ein konkretes Beispiel? Kann ich jetzt im Moment, das müsste ich jetzt gerade an den Haaren herbeiziehen. Also ein konkretes Beispiel ist, dass ich zum Beispiel sehr viel ruhiger bin, anderen besser zuhören kann, bei mir bleibe, wenn ich anderen zuhöre, in meinem Raum bleibe und trotzdem offen bin, nicht in irgendwelchen Geschichten drin bin und da gleich wieder einhaken will, sondern anderen einfach zuhöre, diesen Jetzt-Augenblick einfach konkreter packe. Ja, was ich normalerweise dann nicht machen würde, diesen Jetzt-Augenblick konkret zu packen, wenn ich irgendwo in meinem Gedankenkarussell bin. Danke, Sabine. Gerne. Wer möchte noch etwas sagen? Dann sage ich noch was zum vorletzten Mal, wo ich dabei war. Also, da ist mir aufgefallen, dass ich wohl mit Kommunikation noch Schwierigkeiten habe, es anderen quasi so zu formulieren, dass sie mich verstehen. Oder vielleicht hat es vielleicht auch mit einer Erfahrung zu tun als Kind, wo ich mich oft unverstanden gefühlt habe. Konnte das aber stehen lassen. Und im Moment sage ich, bin ich ja im recht kleinen Ort. Das heißt, die Gemeinschaft ist schon da und da ist man auch immer gefordert und das genieße ich eigentlich im Moment. Und von daher konnte ich sagen, okay, ich schaue jetzt mal, was mir im Außen passiert. Und da ist es eigentlich, ja, ich würde sagen, wie es halt bei Menschen ist, man versteht sich mal besser und man hat halt vielleicht andere Ansichten und dann muss man halt einen gemeinsamen Weg finden, wie man das klären kann. Aber im Prinzip sehe ich dann halt, habe ich das für mich halt so reflektiert, dass es einfach ein altes Thema war, wo ich noch einmal hinschauen musste, was triggert mich da, fühle ich mich noch so oder kann ich trotzdem quasi das Leben, was für mich jetzt im Moment, wenn ich im Hier und Jetzt bin, quasi tun und das auch dann einfach nach außen zeigen. Und das war für mich so in Ordnung. Danke. Gerd und Sonja? Ich mach mal an. Also zum aktuellen Thema von gestern möchte ich jetzt nichts sagen. Das ist mir zu umfangreich. Es gibt aber ein anderes Thema, wo es zu einem kleinen Disput kam. Also wo ich gesagt habe, so und so stelle ich mir das vor. Mein Gegenüber mächtig geschimpft hat. So mit knallenden Türen und laut werden und so. Und ich konnte in dem Moment in meiner Ruhe bleiben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, was du sagst, hat Hand und Fuß. Das passt schon. Und es hat mich gar nicht so richtig, es hat mich gar nicht angemacht. Nicht mal so richtig, es hat mich überhaupt, also emotional nicht tangiert. Ich habe das schon wahrgenommen. Und da gibt es auch so ein Stimmchen, was sagt, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt? Was hast du denn jetzt falsch gemacht? Wieso tickt denn der so aus gegenüber? Aber emotional hat es mich in Ruhe gelassen. Das gibt es noch nicht so sehr lange, dass ich das in aller Ruhe während des Prozesses noch betrachten kann. Hingegen, die Sache, die ich euch heute, also Markus und Sonja, erklärt habe letztens, also jetzt aktuell, da konnte ich gar nicht in der Ruhe bleiben. Und ich überlege jetzt schon, war das ein Trigger? War das mein Ego, was verletzt war? War es einfach Emotionen, die raus wollte und raus sollte? Zumindest habe ich einiges an Werkzeugen jetzt,
und Menschen, mit denen ich das auch besprechen kann, um zu gucken, was ist es denn? Was steckt denn dahinter? Und so ganz fertig bin ich damit noch nicht, obwohl es mir jetzt wieder viel besser geht und ich auch den Grund der Wut, der Ohnmacht erkannt habe, den wirklichen Grund. Und ja, es ist halt immer noch der Moment, wenn du da kalt hingestellt wirst vor der Situation und da macht es irgendwas. Und es hat mächtig was gemacht. Und es hat dann nicht geholfen, runterzukommen. Also ich habe das eine Weile probiert, sag, so kannst du keinen Menschen anrufen. Und ich habe nach einer ganzen Weile jemanden angerufen und der hat das gar nicht so lecker gefunden. Obwohl ich der Meinung bin, ich bin schon oberhalb der Gürtellinie geblieben, also bin ich auch, aber ich habe da schon ganz schöne Punkte getroffen. Also wenn ich dann verbal was sage, dann trifft das auch oft. Und das ist natürlich wieder so ein Prozess, der dann in Gang kommt, um was richtig zu stellen, was zu heilen wieder. Und da ist halt wichtig zu gucken, was gibt's bei mir zu heilen, bevor ich zum anderen renne, was der zu heilen hat. Also ich kann an dem anderen sowieso nichts heilen, aber ich kann immer gucken, warum ist es bei mir so enorm gewesen. Und da hilft mir unser Zusammensein schon ganz gut. Und auch jemanden zu wissen, wo man sagen kann, hey, das ist passiert, wo liegt denn der Hase im Pfeffer? Und ich bin viel bereiter oder viel bereiter, was hat es denn mit mir wirklich zu tun? Ist es jetzt wirklich meins oder ist es jetzt wirklich was anderes, was da nicht hingehört? Aber erst mal zu gucken, zu mir selbst zu gucken, also nicht sagen, du bist schuld, sondern hey, was hat es mit mir zu tun? Warum ist das so? Und ich finde, hat natürlich einen Aspekt, sich selbst nicht zu verurteilen und selbst nicht in die Schuld zu schicken, aber immerhin mal zu gucken, was ist denn da, was da so gekitzelt hat. Danke. Ja, für mich ist das so, wie wenn man Yoga macht, ja. Also ich spüre, also natürlich spüre ich während diesen Workshops auch ganz viel, aber es ist so ein bisschen wie wenn du irgendwann erwachst und dann einfach Dinge anwenden kannst oder einfach anwendest, die du eben vorher nicht konntest oder nicht hattest. Was mir auch immer wieder auffällt, ja, ich bin viel ruhiger. Ich kann viel ruhiger auch mit Situationen umgehen und Leuten mehr zuhören. Also wirklich aktiv zuhören, ja. Und ich erkenne natürlich auch die Muster jetzt von anderen noch viel, viel mehr wie vorher. Ja, und es ist für mich immer, auch wenn ich mal vielleicht nicht so einen guten Tag habe oder so und in den Workshop komme, dann komme ich aber nach 2 Stunden raus und denke, oh, jetzt geht es mir besser und so. Also die Energie verändert sich dann einfach ins Leichtere, ins ja. Und das ist auch schön. Ich finde das sehr viel wert. Danke. Ich sage auch noch etwas. Ich habe mir das immer gewünscht, so eine Gruppe. Und habe es immer versucht und es hat nicht geklappt, weil es nicht die richtigen Leute waren oder die Guten sind wieder gegangen, dann kommen wieder neue, dann muss man wieder von vorne anfangen und so weiter. Und jetzt, seit ich angefangen habe, Aufträge zu erteilen an die Freunde in der geistigen Welt, sind diese Gesprächspartner plötzlich vom Himmel gefallen. Jetzt haben wir plötzlich so eine Konstellation, wo das möglich ist, dank Corona. Also ich bin ein totaler Corona-Fan geworden. Also nein, das haben ja auch viele andere gemacht, aber wir sind dann auf die Idee gekommen. Und was der Unterschied ist, wir haben jetzt einfach gute Spiegel. Also wir sind jetzt hier 5 gute Spiegel, die uns nicht quasi kritisieren die ganze Zeit und Kämpfe, wer jetzt Recht hat und so, sondern es sind Spiegel von Leuten, die schon einiges
an sich selber gearbeitet haben, ein gewisses Bewusstseinslevel haben und deshalb eben bereichernde Impulse geben und nicht destruktive. Ich finde es auch immer wieder sehr kreativ und es geht mir auch so, es geht mir vorher schon gut, aber nachher geht es mir noch besser. Und ich habe vor allem einfach so ein Gefühl von Zufriedenheit und Freude. Am liebsten würde ich dann noch bis um 12 Uhr weitermachen, aber wenn wir das einreißen lassen, dann geht es dann bis 2 Uhr und bis noch länger. Ja, also ich bin sehr dankbar unseren Freunden in der geistigen Welt, dass sie uns so mit den richtigen Leuten verkoppelt haben. Das ist eigentlich besser als eine Dating-Plattform. Also, dann würde ich vorschlagen, wir fangen unsere Kleingruppe an. Und der Vorschlag war, dass wir in der Fünfergruppe bleiben für die Kleingruppe. Das haben wir schon mal gemacht und das war gut. Jetzt versuchen wir das wieder und jetzt treffen wir uns dann hier im Plenum wieder 5 vor 9. Mhm. Gut, okay. Nachher dann. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit in der Kleingruppe. Wer möchte etwas erzählen, was ihr erlebt habt oder was euch ein Anliegen ist zu diesem Thema Prozessfähigkeit? Was heißt überhaupt beziehungsfähig? Nein, für mich ist es eben wieder klar einfach, dass die Beziehungsfähigkeit steigert sich mit der Beziehung, die ich eben zu mir selber habe. Ja, wenn ich eine bessere Beziehung ich ja zu mir selber habe, je beziehungsfähiger werde ich. Und darum ist eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung ja auch wichtig, weil wir sind ständig in irgendwelchen Beziehungen. Also wir sind sogar eine Menschheit. Ich bin in der Beziehung auch mit der Menschheit. Also von dem her gesehen. Und was mir auch wieder wichtig ist, natürlich gebe ich auch den Menschen die Chance, heute noch mich irgendwie zu spiegeln und wo ich Herausforderungen annehme und so, aber ich breche diese einfach dann ab, wenn es mir dann irgendwann sinnlos erscheint. Das meinte ich eigentlich wenn es keine mögliche Entwicklung gibt, das meine ich, ja, dann breche ich einfach viel schneller ab wie früher, weil ich mich einfach auch selber mehr liebe, respektiere und so weiter, ja. Und das fällt mir einfach dazu wieder ein. Danke. Möchte noch jemand etwas sagen? Ja, eben diese Beziehungsfähigkeit, wie die Sonja schon gesagt hat, hängt maßgeblich davon ab, was für eine Beziehung ich zu mir selber habe. Je klarer und je liebevoller die Beziehung zu mir selber ist, umso bessere Beziehungen kann ich im Außen führen und kann auch davon partizipieren. Und je unklarer ich in mir selber bin, umso mehr Unklarheit stoße ich natürlich im Außen. Das ist im Prinzip ein Resonanzphänomen. Damit muss ich rechnen. Und deswegen ist das eigentlich meiner Ansicht nach, da hat sie vollkommen recht, eine Grundvoraussetzung. Und dann können Beziehungen, wenn ich in mir im Reinen und im Klaren bin, auch bereichernd sein und nicht nur für mich, sondern eben auch für andere. Und das setzt jetzt nicht voraus, dass das immer nur positiv und harmonisch ist. Da können auch durchaus konstruktive Diskussionen und konstruktive Kritik
sehr sinnvoll sein und einen auch weiterbringen, sodass es im Prinzip beide Seiten weiterbringt. Das ist für mich eine gute Beziehung, dass beide daran wachsen können. Das war's von mir. Danke. Sonst noch jemand? Ich habe noch einen Satz, nicht viel. Das, was die Sabine gerade gesagt hat, da bin ich ja volle Kanne dabei. Aber dann kam mir ein Lämmchen und sagt, ja, was ist mit dem Temperament? Wir sind ja alle schon ein bisschen anders. Und wo steckst du das Temperament hin? Also der eine ist eher ruhig und gelassen und kann da erstmal lange überlegen. Und andere sind ganz anders. Man kann das bei Hunden ganz gut merken. Manchen Hund kannst du nicht dazu bringen, also sich weniger zu freuen. Der freut sich und springt dich und beleckt dich und beißt dich. Und so einen habe ich nämlich und das ist halt so. Und immer wenn jemand kommt, den erkennt, dann macht er das so. Und ich weiß nicht, ob man das dem abtrainieren darf, soll, muss, kann. Und du siehst bei Menschen auch. Es gibt halt Menschen, die sind halt etwas lauter und anders etwas leiser. Und so sehr wie ich das schätze, was Sabine gesagt hat, weiß ich nicht, wo dann der andere Mensch ist. Also der Laute, darf dann auch da sein oder ist der dann geächtet im Beziehungskampf oder braucht da jemanden, der ganz leise ist und dann zart fühlt, auf ihn eingeht? Er darf auch laut sein. Wenn es aus dem Herzen kommt, ist es vollkommen in Ordnung, das spürst du ja. Er darf so sein, wie er ist. Danke, Gerd. Ja, ich sehe das auch so. Entscheidend ist immer, bringt es uns weiter? Gibt es einen Prozess, eine Aufwärtsspirale oder eine Abwärtsspirale? Und das hängt nicht so sehr vom Temperament ab, sondern das hängt eher davon ab, wie gehen wir miteinander um. Auch mit jemandem, der gegensätzlich ist, wie ich, kann es nach oben oder nach unten gehen. Für mich ist das eher eine Frage der Qualität, der Kommunikation, der Auseinandersetzung, der Interaktion auf allen Ebenen. Also nicht nur auf der Kopfebene, sondern auch auf der Gefühlsebene, auch auf der emotionalen Ebene. Und je nachdem bereichert man sich oder terrorisiert man sich, um es jetzt mal schwarz-weiß darzustellen. Dazwischen gibt es natürlich viele Nuancen, aber es ist immer eine Frage, bringen wir uns selber und die Beziehung weiter? Wird es besser? Können wir lernen? Oder eben nicht? Ja, das ist für mich so der Maßstab, der für mich gilt. Wenn man es reduzieren will, sage ich jeweils, für eine gute Beziehung braucht es Liebe und Entwicklung. Und Liebe ohne Entwicklung wird irgendwann langweilig oder tot oder man bleibt stehen. Das reicht für mich nicht. Und Entwicklung ohne Liebe kann ich mir nicht so gut vorstellen. Das kann dann sehr schnell destruktiv werden. Also gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir die nächste Kleingruppe. Also gut, dann würde ich vorschlagen, die nächste Kleingruppe. Da schauen wir uns mal das Thema an, innerer Mann, innere Frau, weil die meisten Beziehungen, die wir haben, sind ja gegengeschlechtlich. Aber wenn man auch die Beziehungen zwischen Schwulen oder Lesben anschaut, ist es auch meistens so, dass es einen männlichen und einen weiblichen Paar gibt. Und das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie wir dann unsere Beziehung gestalten, ob wir so oder so sind und ob wir so oder so agieren oder reagieren, ob
Wir haben ja gesagt, dass die Beziehung zu uns selber ist entscheidend für unsere Beziehungsfähigkeit. Und meine Beziehung, mein Bewusstsein, mein Gleichgewicht meines inneren Mannes, meiner inneren Frau ist ein Teil davon, von der Beziehung zu mir selber. Wie hängt das jetzt damit zusammen mit meinen Beziehungen, seien das Arbeitsbeziehungen oder Beziehungen in Projekten oder eben auch Liebesbeziehungen? Das wäre das Thema, das wir uns anschauen möchten in der nächsten Runde. Also, wir treffen uns wieder, wenn wir fertig sind. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit in unserer Kleingruppe. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Kleingruppe. Wer möchte etwas erzählen zum Thema innerer Mann, innere Frau in der Beziehung? Ja, also mir ist heute, also wir hatten ja das Thema eigentlich schon mal, aber heute ist mir eigentlich wirklich aufgefallen, wie wichtig eigentlich, dass es auch ist, dass diese beiden eben auch irgendwo im Gleichgewicht sind. Weil, ja, ich merke ja selber bei mir auch, wenn ich dann zu sehr immer nur in diesem inneren Mann oder so bin, dann ist das auch nicht wirklich förderlich oder oftmals nicht so. Oder eben, man ist dann einfach auch irgendwie nicht im Gleichgewicht. Auf jeden Fall ist mir das heute nochmal richtig klar geworden. Und was ich auch super fand, ist, dass eben die Männer hier mal geschildert haben, wie das für sie so ist. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr hilfreich. Danke. Wer möchte noch etwas erzählen? Also ich möchte einfach mal sagen, dass innere Mann, innere Frau vieles mit Vorstellung von jedem zu tun hat. Ob das jetzt im Außen ist, ob es von mir ist, was da jeder drunter versteht. Und ja, ich denke, da muss jeder seine Richtung finden, was für ihn wichtig ist und was für sein Leben wichtig ist. Danke. Wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich möchte noch was sagen. Mir hat es eigentlich gezeigt, jemand hat es gesagt, dass es schon irgendwie da ist und da sein darf und da sein soll. Es ist ja genauso angelegt von der Natur. Und dass dort irgendwo in einem selbst, naja, vielleicht kein Gleichgewicht, aber schon so eine gewisse Balance schon sein soll. Oder es finden sich halt paar Partner, egal auf welcher Ebene, die das dann entsprechend ausgleichen können vielleicht. Wir haben halt rausgefunden, oder in meinem Leben habe ich auch erfahren, dass wenn eine Frau zu männlich ist, dann ist das irgendwie total schwierig, damit umzugehen. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Es geht wahrscheinlich auf einigen Ebenen, auf der partnerschaftlichen Ebene ist es dann schon ganz anders, weil der Mann nimmt an, dass eine Frau in dieser Situation anders reagiert. Oder wenn er was erklärt, dass es als Frau verstanden wird. Und wenn dann die Frau als Mann bockig zurückschießt oder so reagiert, habe ich erlebt, dann ist das total unverständlich. Man kommt sich total, naja, im Wald ausgesetzt vor. Das passt gar nicht in die Welt. Und dann misslingt eigentlich auch so eine vernünftige Beziehung, vor allem wenn dann keine Entwicklung da ist. Ja, ist ein heißes Thema, was vielleicht auch so schleichend mit uns ist. Und weil es halt so schleichend ist und doch auch wenig greifbar ist, ist es auch genauso interessant. Danke, Gerd. Mann, Frau, innerer Mann und innere Frau ist meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass man das in Ausgleich bringt. Weil in dem Augenblick, wo es in mir im Ausgleich ist, bin ich weder manipulativ noch bedürftig. Ich habe meine männlichen und weiblichen Aspekte in mir zum Ausgleich gebracht, im Ideal, und kann eigentlich auch ausgeglichen reagieren. Ich brauche in keinem Rollenspiel mehr sitzen, ich brauche keine Dramen mehr mitspielen,
ich brauche diesen ganzen Mist eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wenn die Welt wirklich in Frieden kommen will, sollten wir danach wenigstens uns ausrichten, unsere Kompasse. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Danke. Danke, Sabine. Ich sage auch noch etwas. Also mir ist es so gegangen im Leben, ich habe in meiner Jugend eine Macho-Rolle gespielt, um meine Unsicherheit zu überdecken. Und das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Ich war selber im Krieg innerlich und unglücklich. Und interessant war dann zu beobachten, als ich das besser reflektieren konnte und besser ins Gleichgewicht bringen konnte, habe ich gemerkt, das gibt eigentlich innere Stärke. Ohne dass ich jetzt etwas spielen muss und etwas kaschieren muss, meine Unsicherheit kaschieren muss. Und ab diesem Moment, da wurde ich für Frauen attraktiver. Vorher hatte ich vor allem Frauen, die einen Gesprächspartner gesucht haben, die gerne mit jemandem geredet haben. Aber also, wenn es um Sex ging, dann wollten sie dann lieber nicht. Und zu einem späteren Zeitpunkt, als ich das mehr im Gleichgewicht hatte, dann war ich eher stärker. Und das hat sich dann ausgewirkt, dass ich auch mehr anziehender war für Frauen. Deshalb würde ich jetzt rückblickend behaupten, die Machos sind eigentlich kleine Jungen. Die Machos sind eigentlich Weicheier, die ihre Unsicherheit überspielen und deshalb eben gar nicht wirklich starke Männer sind. Und starke Männer gibt es eigentlich erst dann, oder je mehr das Gleichgewicht hergestellt wird, desto stärker ist dann ein Mann, weil er auch seine weibliche Seite im Auge behält oder wahrnehmen kann und leben kann. Und bei den Frauen sehe ich das ähnlich. Ich sehe das eigentlich nicht als Gegensatz, aber durch unsere Gesellschaft werden wir gespalten in dieser Beziehung. Die Männer werden verweiblicht, die Frauen werden vermännlicht. Und das gibt dann ganz schwierige Konstellationen, schwierige Konditionierungen, schwierige Rollen, die unfähig sind, beziehungsunfähig sind. Und erst wenn wir das ins Gleichgewicht kriegen, dann sind wir beziehungsfähig. Oder je mehr wir das ins Gleichgewicht kriegen, desto beziehungsfähiger werden wir, Männer und Frauen. Ja. Also gut, dann kommt die nächste Kleingruppe. Das dritte Thema ist, wie hängt jetzt das Ganze zusammen mit unserer Sexualität, mit unserer Beziehung zu unserem Körper, zu unserem Geschlecht, zu unserer Sexualität, zur Sexualität in der Beziehung oder in Beziehungen. Die Sexualität oder die Erotik spielt ja nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern im ganzen Leben hat das einen Einfluss. Männer oder Frauen, die eine gute Beziehung zu sich selber haben, eine lebendige, erotische Beziehung zu sich selber haben, die empfinde ich lebendiger als verklemmte Menschen oder Menschen, die
das alles ablehnen und so dann spirituell abgehoben sind. Körperlichkeit ist schlecht und da bin ich schon längst darüber hinweg. Das brauche ich nicht. Ich bin jetzt schon fast erleuchtet. Das war einmal, ich stehe darüber. Also solche finde ich dann nicht sehr anziehend. Also das wäre mein Vorschlag für die dritte Kleingruppe. Wie spielt jetzt meine Beziehungsfähigkeit, meine Prozessfähigkeit, meine Beziehung zum inneren Mann, zur inneren Frau, wie spielt die hinein in meine Sexualität, in meine Erotik, in meine Körperlichkeit und so weiter? Ist der auch ein Teil von Beziehungsfähigkeit? Also, dann wünsche ich euch allen eine schöne Kleingruppe und wir treffen uns wieder, wenn wir fertig sind. Hallo zusammen. Also, es wurde heute etwas später, weil wir eine andere Form gewählt haben und das dauert etwas länger. Und jetzt kommen wir zur Schlussrunde, wie es für euch war, was möchtet ihr zum Thema sagen oder sonst irgendetwas? Wer möchte beginnen? Gut, ich bin heute der Beginner, der Eisbrecher. Naja, wir hatten ja all diese Themen schon mal. Und ich dachte eigentlich so zuerst wieder, ja, okay, eigentlich. Aber ich merke, es gibt immer noch sehr, sehr viel zu sagen darüber und auch viel zu erkennen. Heute hatte ich wirklich 2-3 Momente, wo der Pfennig gefallen ist. Oder wie sagt man dem auf Deutsch? Also bei uns sagt man 20 Schabbe. Und ja. Also gerade auch das Thema Sexualität, das ist ein Riesenthema, wo man noch mehr und länger auch immer wieder darüber sprechen könnte. Ja, es war wieder sehr aufschlussreich. Vielen Dank an euch alle für eure Offenheit und Mitarbeit und die Unterstützung, die ihr da anbietet. Danke. Also mir hat es auch sehr gut gefallen und wie gesagt, man kann über die Themen immer wieder reden und kommt eigentlich immer zu neuen Erkenntnissen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir war es heute fast ein bisschen zu lang. Aber ansonsten war es wieder wunderbar mit euch. Ich danke euch. Danke. Ja, Beziehung ist einfach ein interessantes Thema und mit der Beziehung fällt halt auch, wie gut die Sexualität ist einfach. Und ich denke, die Wünsche der Menschen sind so unterschiedlich, dass es einfach ein interessantes Thema weiter bleiben wird. Ja. Danke. Gerd? Hallo Gerd, bist du noch da? Ja, also dann mache ich weiter. Ja, also ich fand vor allem diesen Zusammenhang dieser drei Themen interessant. Und ich finde, bei den ersten beiden Themen sind wir sehr in die Tiefe gekommen. Beim dritten Thema Sexualität würde es noch einiges an Zeit brauchen, das noch weiter zu vertiefen. Da bestehen noch viele Differenzen, Unklarheiten, was wir noch ansprechen müssten, meiner Meinung nach. Aber ich fand es eine sehr offene Runde, die uns weitergebracht hat und ich freue mich sehr, dass ich mit solchen bewussten Menschen über diese Themen reden darf. Das ist einfach immer sehr fruchtbar und bereichernd und zeigt einem neue Aspekte und man kann sich austauschen und fühlt sich verstanden und gehört und ja, das hat mir sehr gefallen.
Ja, dann wünsche ich euch allen eine schöne Nacht. Wir haben wahrscheinlich wieder eine tropische Nacht. Und nochmals zur Wiederholung, am nächsten Montag fällt dann aus, da bin ich in Treuchtlingen. Erst in einer Woche ist der nächste Online-Workshop. Gut. Also, tschüss zusammen. Tschüss, schlaf schön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.